Da fehlen uns wahrscheinlich eh noch zwei Dinger, die wir wegkriegen müssen. So, erstmal mit dem Konorealis treten. Hallo, ich bin Robert. Foggo. Was ist ein Foggo? Foggo ist ein Trötenjäger. Er jagt Tröten und sammelt ihre verdammten, durchlöcherten Nasen. Bravo. Aha. Tja, Foggo. Warum jagst du denn Flötennasen? Foggo hat nichts gegen Flötennasen. Foggo hat was gegen miese Aufschneider, die den Abt, seine Eminenz Conroy, auf dem Gewissen haben. Diese Bastarde mit ihren pfeifenden Nasen, das ist wieder natürlich. Foggo hasst Pfeifen. Warum hast du denn Pfeifen? Foggo hatte jahrelang einen Tinnitus. Oh. Ja, wenn Foggo irgendwo ein Pfeifen hört, dann rastet Foggo aus. Tja, verständlich. Foggo kann dann an nichts anderes mehr denken. Er ist dann konzentriert wie ein sehr konzentrierter. Immer wenn du ein Pfeifen hörst? Ja, bleib mir weg mit dem Pfeifen. Okay. Hast du schon mal eine Flötennase erwischt? Na klar. Naja, nicht direkt erwischt. Aber ich habe schon mal eine gesehen. In einem Buch. Mit Bildern. Also auf einem Bild. Also einem Fahndungsplakat. Die überall hängen? Yep. Und wo hast dann du schon mal eine gesehen? Ich bin selber eine. Ich glaube, das sollst du ihm nicht so sehr verraten. Aber bist du dir sicher, dass alle Flötennasen die Götter mit ihrem Flöten erzürnen? Sind das nicht alles eher Gerüchte? Ich meine, es gibt doch keine bestätigte Quelle, die beweist, dass sich das Ganze wirklich so zugetragen hat. Foggos Meinung steht fest. Verwirr Foggo nicht mit Tatsachen. Du hasst sie doch eigentlich nur, weil sie dich mit ihrem Pfeifen so ablenken, oder? Das ist es. Foggo findet, mit Tatsachen verwirren. Es reicht, um jemanden zu hassen. Gerade mal einen Schluck getrunken. Störe ich gerade beim Essen? Trinken muss auch noch sein. Erfolgungen. Was Hashtag Kulturhistorisch. Einen guten, alten Wurzelburger. Dieses Zeug hat Asposien groß gemacht. Darf ich mal probieren? Nein, das ist Foggos Burger. Und Foggos Burger allein. Foggo teilt nicht. Mieser Typ, dieser Foggo. Tja, echt. Was ein Foggo. Dein Wurzelburger sieht lecker aus. Ist er aber nicht. Foggo braucht Ketchup. Foggo hat aber keinen Ketchup. Vielleicht muss man ihn nur reparieren. Den Burger? Den Ketchup-Spender. Bei Conroy hätte es das nicht gegeben. Ach, Mensch. Ich wusste gar nicht, dass Flötennasenjäger ein Beruf ist. Warum bin ich da noch nie drauf gekommen? Es ist viel mehr als das. Es ist eine Berufung. Foggos Ziel ist es, alle Tröten auszulöschen. Warst du schon immer Flötennasenjäger? Foggos ganzes Leben lang. Im Herzen. Also, offiziell war Foggo bis vor 3 Jahren noch kein Flötennasenjäger. Aber Foggo ist gleich als einer der Ersten den Conroyalisten beigetreten. Jetzt leitet Foggo da die Abteilung Badass. Was warst du denn vorher? Badass. Bibliothekar. Aha. Eine interessante Persönlichkeit, der Foggo. Und wie wird man Flötennasenjäger? Man braucht gute Instinkte. Foggo kann Tröten riechen. Auf 1000 Kilometer Entfernung. Da bin ich mir sicher. Also, wenn eine Flötennase vor dir stehen würde, so direkt vor dir, und mit dir reden würde, dann wäre die Tröte in Sekunden weg vom Fenster. Foggo merkt sowas.
Foggo ist ja kein Vollidiot. Dann bin ich mir sicher. Ja. Bist bestimmt ein guter Flötennasenjäger. Mach's gut, Foggo. Ja, ja. Du bemerkst das sofort. Glaube ich. Hey, Finger weg. Ich wollte ihn doch nur reparieren. Dem sollte man es, glaube ich, nicht anlegen. Die Feder ist schuld daran, dass der Spender so schwer zu bedienen ist. Ich will die Feder entfernen. Hey, Finger weg. Die Feder entfernen. Die Feder. Die Spannfeder entfernen. Uff. Ketchup-Spender. Ketchup-Spender und Trainingsgerät in einem. Hey, Finger weg. Okay, da können wir aber nichts mehr machen. Ein Teekesselchen. Aua, viel zu heiß zum Anfassen. Heiß. Aha. Oh, da können wir hoch. Er sorgt dafür, dass der Dampf abzieht. Wache. Wir sind einfach über Kopf. Das tue ich lieber nicht. Ach du Schreck. Hallo Wache. Hallo, Sicherheitscheck. Einmal Ihre Nachrichten. Oh, ich wollte gar nicht mitfahren. Ich wollte nur gucken. Ach so, ja dann viel Spaß. Okay. Ich will nach Altaspen. Dann einmal Ihre Nase zeigen, bitte. Ich meine, nehmen wir mal an, ich würde nach Altaspen wollen. Also rein hypothetisch. Kein Grund, mich zu beleidigen. Aber wenn ihr nach Altaspen wollt, braucht ihr zunächst mal ein Ticket. Es muss ein Platz in der Gondel frei sein. Und natürlich müsst ihr euren kleinen grauen Kumpel als Gepäck aufgeben. In einem genormten Käfig. Oha. Ich hab da so einen Verdacht. Wir müssen den Vogel unten loswerden. Der Käfig ist nämlich schon genormt. Müssen wir irgendwas tun, damit der Vogel abhaut. Der Arme. Was bräuchte ich nochmal, wenn ich nach Altaspen will? Ihr braucht ein Ticket. Es muss ein Platz in der... Wissen wir. Es gibt eine Nasenkontrolle? Keine Sorge, die gibt es nicht für alle. Für wen denn nicht? Die Conroyalisten kann man so durchlassen. Ich meine, wenn man denen nicht trauen kann, wem dann? Und okay, wir müssen Conroyalist werden. Untersuchen lassen? Ja, ich meine, wir sind ja alle gleich. Aber die sind gleicher. Alles klar. Wo bekommt man hier Tickets? Am Automaten. Aber der ist kaputt. Ansonsten könnt ihr sie auch am Schalter kaufen. Aber der hat nur jeden zweiten Donnerstag an einem Monat geöffnet, der mit einem M anfängt. Und dann auch nur für 5 Minuten. Und der ist auch nicht hier, sondern auf der anderen Seite Asposiens in einer Höhle im Wald, zu der man nur zu Fuß kommt. Okay, danke. Das ist selten. Ist noch ein Platz frei in der Gondel? Nein, es gibt genauso viele Fahrgäste wie Plätze. Ich bin mir ziemlich sicher, das bedeutet, dass es keine freien Plätze mehr gibt. Kann ich meine Taube nicht auf dem Arm mitnehmen? Dann könnte ja jeder jeden auf den Arm nehmen. Ihre Taube muss in einem genormten Versandkäfig mitfahren oder gar nicht. Wir müssen ihn auf den Arm nehmen. Okay, dann danke. Stets zu Diensten. Ja. Schlechter Witz. Okay, halt, dann Bonbon. Kontrolle. Oh. Wir wollen doch nur mit ihm reden. Wir wollen mit ihm okay, hier reden. Dann da. Steht. Und mit dem Reisenden reden. Halt. Oh. Okay, können wir scheinbar nicht. Okay, dann danke. Steht zu. Okay, wir müssen den Koffer loswerden. Ey, Quatsch, wir müssen. Plakate oder Schilder abnehmen, ist in Asposien verboten, aber einmal... No. Plakate genommen. Was auch immer uns das bringt.
Angriff freigeschaltet, Staatsfeind Nummer 1. Ach, okay, wir wollen Plakat abgenommen haben. Okay. Das könnte praktisch werden. Jetzt haben wir eine Spritze und Heilkräuter. Leer. Wir haben eine Pfütze. Das tue ich lieber nicht. Okay, eine Toilettentür. Wirklich interessant. Wirklich nicht. Okay, musst du nicht auf Toilette? Ich frage mich sowieso die ganze Zeit, wie der hier... Da komme ich doch her. Okay. Was habe ich mich gefragt? Ich habe mich gefragt, wie der hier das ganze Abenteuer ohne einmal auf die Toilette gehen zu müssen. Oh, das ist sehr verwirrend. Okay. Okay, von oben können wir hier ans Lüftung zu ran. Okay. Beim Heilkräutern Spritze und Urlaubsplakate im Inventar. Ich glaube davon. Die kann nichts mit anfangen. Tiere müssen in einem. Danke für. Nee. Okay, Trinkbäckchen. Tiere müssen in. Ja. Danke für euer. Können wir die Taube vielleicht runter? Bist du das? Meinst du kannst irgendwie hier zu mir rüberkommen? Fehlercode Pistazie 4. Huck? Meinst du kannst irgendwie hier zu mir rüberkommen? Bestimmt. Ich wüsste nicht wie. Okay, da war es schon mal benutzt haben. Ja, aber sprich mit ihm über das Thema Versandkäfig. Okay. Haben wir aber schon. Hallo, Herr Klar. Das. Nein, danke. Versandkäfig. Ich nehme an, ihr braucht den Versandkäfig noch. Der genormte Versandkäfig VBA 1. Ja, leider. Ach ja, hallo. Toll. Hallo, unser Kind, habe ich gar nicht bemerkt, dass du mit im Chat bist. Weißt du was? Wir spielen die Inner Worlds, da ist mehreres verkehrt rum. Es passiert mal, das kommt vor. Ich bin frei. Und du hast einen Käfig. Die Welt ist hier. Wir sind im Inneren. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Den müssen wir hier zuhören. Wir sind im Inneren der Hohlerde. Das ist ein meistgebrauchter Begriff, aber jetzt sind wir wirklich hier. Das ist hier. Wir sind in einer Welt drin. Es ist die Inner World. Das ist, wir sind. Hier ist Verschiedenes. Hier hängt mehreres an der Decke. Das ist halt einfach. Das ist normal. Die Welt, in der wir spielen, das ist halt innen drin. Das ist. Wir sind in einer Kugel drin. Das ist gar nicht wirklich, man irgendwo lang läuft. Ich nehme an, ihr braucht... Der genormte Versandkäfig VBA 1. Ja, leider. Na toll. Und ich brauche natürlich auch einen. Weißt du was? Wenn ich meinen Job an den Nagel hänge, gehört er dir. Okay. Dann ist der Vogel frei. Nun bringen wir dich dazu, den Job an den Nagel zu hängen. Du hast einen Käfig. Das wäre Zauber. Aber es ist nur ein Wunschtraum. Okay, kündigen. Aber wenn ihr kündigen wollt, dann tut das doch. Ich meine, gibt es nichts, was ihr lieber tun würdet? Aber ja doch. Ich wäre gerne Holzfäller. Genau wie mein Vater. Warum tut ihr es nicht einfach? Mir fehlt der Antrieb. Ich weiß ja nicht mal mehr genau, was ich vermisse. Tja, vielleicht müssen wir ihm irgendwas geben, was er vermisst. Auf Wiedersehen. Kleiner. Ich, Da
damit er sich daran erinnert und nach Hause zurückkehrt. Okay, haben wir davon irgendwas im Urlaubsplakat? Das erinnert mich an zu Hause. Sehr schön. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Tja. Hey, Kräuter. Das riecht wie der Kräutergarten meiner Frau. Aufgekocht entfalten die bestimmt erst so richtig ihr Aroma. Tja, wir müssen... Aufgekocht entfalten die ihr Aroma. Ich hoffe, die Kräuter verbrennen nicht. Okay. Aua! Okay, das ist heiß. Wir müssen den Hamster töten. Dann wird er nicht an die Kiste rankommen. Okay, den Koala. Das tue ich lieber nicht. Aha, okay, wieso nicht? Er so? Vielleicht. Nein, das ist meins. Ich dachte, wir betäuben den Koala ein wenig. Was soll er damit? Ein Haken. Was soll ich denn aufhängen? Wirklich interessant. Okay. Und du musst mir gerade aufhängen. Oh, aha. Wie süß. Es läuft anders herum. Okay, vielleicht bringt das was. Und kühlst den Tee ab. Die Kiste anfassen. Aua, viel zu heiß zum Anfassen. Okay. Tee machen. Ja, machen wir schon. Sind wir schon. Ich hoffe, der Tee ist zu heiß. Und wir haben keine Tasse mit. Sein, wir können irgendwie. Das brauche ich nicht. Wir können das Tee abschmücken und durch die Spritze nehmen. So, okay, gepack als Gepäck auf. Ja, okay, das hatten wir schon. Gerüche, welche Gerüche an Heimat und Thema Reisen. Du musst dafür sorgen, dass Herr Klein eine Kombination aus insgesamt 4 Gerüchen einhat. Mit Zitrone, Kräuter, Karamell und Holz. Zitrone, Kräuter, wo sollen wir das herbekommen? Dazu gibt es etwas, das nach Zitrone gibt. Nach Zitrone riecht. Okay. Unten rechts die Pfütze. Zitronenputzmittel. Aha, okay. Saugfähiges, ein Schwamm. Die Pfütze. Alles kein Putzmittel. Da lasse ich lieber die Finger. Können wir den Käfig und. Guck mal hier, das ist. Toilettentür, da ist ein Besen vor, das. Hack vielleicht. Und Hack vielleicht da ein bisschen mehr ausrichten. Toilettentür aufhacken. Tja, also. Spritze. Oh, es hat Hack auch sehr gut. Hack kann eine Spritze bedienen. Sehr praktisch. Okay, jetzt haben wir eine Spritze. Das erinnert mich an zu Hause. Wieso? Wir haben dort auch Dinge. Okay, vielleicht müssen wir das hier an den Teekasse sprühen. Alles direkt verdampft. Okay, ich nutze jetzt viel zu oft das Hilfssystem, aber was soll's. Mit Laura im Lager. Ja, natürlich die Wollmaus, aber wie können wir die. Können wir die rüberreichen? Aha, wir können die durch den Lüftungsschacht schieben. Aha.
Aha, okay, da wäre ich nie drauf gekommen. Spritze mit Tee habe ich auch schon von. Ja, okay. Lest das immer zu spät. Lüftungsschacht. Die Wollmaus könnte durch das Gitter passen. Das tut sie. Husch. Die Wollmaus könnte durch das. Ach so. Hiermit stellt man. Ach, da kann ich auch. Damit kann ich jetzt Sachen hoch und runter bringen, die jetzt. Und hier sind Siegespäne. Ich möchte nicht, dass sie wegfliegen. Ich möchte nicht. Okay, vielleicht in die Schale rein. Knabbertaugen diesen. Okay, die Sägespäne müssen auch noch. Die Sägespäne riecht nach Holz. Das müssen wir bestimmt auch irgendwie hochkriegen. Aber jetzt haben wir erstmal ein Lüftungsrohr. Damit warte ich, bis man. Ah, da hier haben wir die Wollmaus. Die Wollmaus, mit der Wollmaus können wir. Die Pfütze. Oh, da kommt ganz schön viel Wasser raus. Na. Ein triefnasse Wollmaus. Okay, wenn wir die Wollmaus jetzt. Stillhalten. Sehr schön. Oh, hier riecht es auf einmal so nach Zitrone und Kräutern. Das erinnert mich sehr an meine Frau. Foggo hört ein Pfeifen. Flötennasen. Muss Foggo erst rüberkommen? Sofort mit dem Pfeifen aufhören? Das macht Foggo irre. Okay. Der Foggo ist auch ein ganz spezieller. Okay, Kräuter und Zitrone haben wir schon. Holz brauchen wir auf jeden Fall noch. Wir benutzen heute das. Ah, okay, Karamell brauchen wir noch und Holz. Setzung und zwar ganz oben. Casual Gamer. Das war man bestraft fürs Öfter. Nutzen, fällt dir was an der Wache auf? Nein, die hatten eine Süßigkeit in der und bekommen. Ein Trick. Aber wie? Ah, natürlich. Sekunde. Natürlich. Vielleicht können wir jetzt mit Laura den Wind nach unten machen. Sofern das bleibt. Wollen wir die Schüsse reinstellen? Okay, gehen wir erstmal nach oben. Das Bonbon brauchen wir. Hallo. Kannst du das Bonbon mal werfen? Tja, also. Okay, steht. Vielleicht finde das in der Hand, während er es in der Hand hält. Nein. Jetzt hat er es in der Hand. Vielleicht jetzt. In die andere Richtung. Tja. Viele Aufgaben, die uns jetzt hier okay umdrehen, das Lüftungsrohr macht Sinn. Können wir das hier Plakate oder Schilder abnehmen? Das Lüftungsrohr, können wir das irgendwie damit warte? Aber wie? Wir haben hier nichts. Wir haben nichts, wir haben eine Spritze.
Damit warte ich, bis meine... Das Lüftungsrohr umdrehen. Hat das Spiel eine Idee? Fliegen muss man können. Natürlich. Lüftungsrohr. Sehr schön, okay. Jetzt zu Laura wechseln. Et voilà. Bon, dann weg. Oh, da wurde ein Karamellbonbon angesaugt. Okay, das jetzt wieder nach oben schicken. Ich möchte nicht, dass es wegfliegt. Okay. Sekunde, jetzt wieder rumdrehen. Jetzt hier mit... Wir wollen das ja nicht zurück zur Wache schicken. Jetzt können wir hier... Da war der Hack doch mal hilfreich. Das wird das Bonbon. Ich möchte nicht, dass es... Okay, dann das Bonbon hier. Wenn ich Robert etwas schicken möchte, muss ich einen anderen Weg finden. Okay. Einen anderen Weg finden. Hier steht schon eine... Okay, das bringt's noch nicht. Es braucht keine Künste. Kein Hack vielleicht irgendwie... Ja. Tut mir leid, es ist heute so lange hier. Panierte, okay. Okay, paniertes. Okay. Das bringt auch praktischweise beide ruhig auf einmal mit. Da soll man drauf kommen. So richtig gut kleben die noch nicht daran. Auspacken. Hunger? Ja. Das hier? Okay. So richtig gut. Nicht. Das ist nicht klebrig genug. Warum ist es nicht klebrig genug? Hunger? Ja. Was habe ich da noch falsch verstanden? Lüftungsschacht. Lüftungsschacht platzieren. Lüftungsschacht befestigen, damit es nicht wegfliegt. Okay. Schmolzen. Natürlich, natürlich, natürlich. Und ich bin noch heute noch in der Heizung. Geschmolzener Karamell. Lecker. Paniertes Karamell. Das sollte klebrig genug sein, um nicht wegzufliegen. Sehr schön. Und Fell hoch. Sehr schön. Jetzt hat doch alle Gerüche der Heimat, oder nicht? Riecht ihr was?
Das riecht wie zu Hause. Atemberaubend. Es reicht. Ich kündige den verdammten Job. Heimat, ich komme. Und du, Vogel, du bist jetzt frei. Wow.